Plare gefangen, schwere Exemplare gefangen, Exemplare besiegt, Wasser besiegt, Loot gesehen, Nahrung gefüttert. Ich kann dich füttern. Ich hab einen Potita gefangen. Meins. Warum hat er so rot leuchtende Augen? Will ich's wissen? Oh, wahrscheinlich nicht, oder? Hey, was geht? Hey! Warum? Keine Exemplare gefangen. Elite-Pokémon! Hier, Pokémon! Hier, Pokémon! Schade. Hey, Pokémon! Nein! Schleichen! Schleichen! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Pokémon! Puh! Jetzt ist ganz tolle Böse, ja, ich glaube auch! Ich bin das zu stark für dich? Was? Was? Mit Level 40? Galoppe, liebes Galoppe. Nein, braves Galoppe. Mein Feurigel ist tot. Mein Feurigel ist tot. Ne. Ups. Was machst du hier? Wenn du erschöpft bist, solltest du ein Zelt in einem von unseren Basislagern aufsuchen. Dort kannst du dich ausruhen und auch die Zeit verstreichen lassen. Schließlich will niemand mitten in der Nacht auf Erkundungszug gehen. Das wäre doch viel zu gruselig. Da ist was dran. Da kommt man noch ein Waupel. Komm, der Früchte. Ein wilder Baum wurde gefangen. Yeah! Für jemanden, der plötzlich einfach vom Himmel gefallen kam, legst du dich wirklich ins Zeug. Deswegen möchte ich dir als Zeichen meiner Anerkennung diese Handwerkskiste schenken. Cool, dankeschön. Mit diesem Werkzeugsatz kannst du Items auch an Orten herstellen, an denen es keine Werkbank gibt. Dies geht aber nur mit Materialien aus deiner Tasche. Wenn du in deiner Tasche unter Basis-Items die Handwerkskiste auswählst, kannst du Items herstellen, wo auch immer du willst. Dabei kannst du allerdings nur auf die Materialien in deiner Tasche zugreifen und nicht mehr Items herstellen, als in deiner Tasche Platz haben. Und hier hast du noch die Anleitung zur Herstellung von Tränken. Was mache ich mit meinem toten Pokémon? Danke. Eine Singelbeere und eine Stange Fittlauch. Lauch. Die Handwerkskiste erlaubt es dir, aus den Materialien in deiner Tasche Items herzustellen, egal wo du gerade bist. Solange du Aprikokos und Glanzsteine hast, kannst du zum Beispiel jederzeit Pokebälle herfertigen. Und aus Sinelbeeren und Fittlauch kannst du Tränke herstellen, die deine Pokémon wieder fit machen. Kommst du mit den Pokédex... Kommst du mit den Pokédex-Aufgaben voran? In der Übersicht deines Pokédex kannst du sehen, ob es... erledigte Aufgaben gibt, über die du noch nicht Bericht erstattet hast. Ja. Denk dran, Professor Lavin, alles zu berichten, wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllt hast. Man sieht sich. Bronzong wurde gefangen. What?
So. Items. Kann ich dir das geben? Zeigt keine Wirkung. Es ist tot. Selber tot. Ich habe gerade einen Bronze angefangen. Ach so. Er hat sich aufgelöst. No. No. Look, Charlie. Ah, das war falsch. Ups. Los, Walzer! Tschüss, Tarlili. Das war falsch. Ich hab das. Ich hab das. Danke. Okay. Okay. Wampel! Mit meinem letzten Pokéball! Friss es! Tada! Ab zurück ins Lager. Komme ich schon mal wieder hoch? Ja, ich schaff das. Da ist der richtige Weg. Haha! Yeah! Und jetzt ein Fahrrad. Bruder, ich habe 30.000 fertige Aufgaben. Das ist doch eine Handwerkskiste. Hat dir Lumius alles darüber erzählt? Gute Arbeit. Dann erkläre ich dir mal, was es mit den Forschungsberichten auf sich hat. Kurz gesagt, wenn du mir Bericht erstattest, kannst du Belohnungen erhalten. Durch Forschungsberichte kannst du abhängig von dem Level und der Anzahl der gefangenen Pokémon Geld verdienen. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, zum Beispiel ein Pokémon zum ersten Mal fängst, bekommst du noch mehr Geld. Wir werden reich. Lass mich mal sehen, welche Pokédex-Aufgaben du erledigt hast. Okay. Gefangene Pokémon 15. Über mindestens 10 Pokémon auf einmal Bericht erstattet. Erledigt. Gefangene Pokémon-Arten 6. Zum ersten Mal gefangene Pokémon 6. Durch Überraschungsmanöver gefangene Pokémon 4. Geld. Faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst und Forschungsberichte abgibst, steigt der Forschungslevel einer Pokémon-Art. Auf Level 10 ist der Pokédex-Eintrag vervollständigt und es erscheinen detaillierte Informationen zu Pokémon. Durch das Erfüllen von Aufgaben und Vervollständigen von Einträgen steigen deine in der Pokédex-Übersicht angezeigten Forschungspunkte. Sobald du eine bestimmte Punktzahl erreicht hast, kannst du deinen Mitgliedsrang erhöhen lassen. Ui, Forschungslevel 9. 6, 7, 6, 4. Das heißt, um das Maximallevel zu erreichen, muss man gar nicht alle Aufgaben machen. Sehe ich das richtig? Wir haben ja schon Forschungslevel 9 von 10. Na, registrierte, aktualisierte Pokémon. Das reicht wohl noch nicht. Um den Mitgliedsrang zu erhöhen, musst du noch ein paar Pokédex-Aufgaben erfüllen. Fang am besten mit denen von Bidiza und Staralili an. Na, das schaffst du schon. Okay. Ich sollte mir Pokébälle herstellen. Habe ich welche im Lager? Gerade. Wow, wie viele Lagerkisten habe ich denn? Hey du! Pokébälle.
Ich stell mal 30 her, ne? Hab gehört, wir brauchen viele Bälle. Und dann gehe ich pennen. Nur kurz. Nur ganz kurz. Deine Pokémon haben sich ausgeruht und sind wieder Putzmunter. Ja, mein Feuerring lebt wieder. Glück gehabt. Einfach eine Runde pennen, dann passt das schon. Okay. Entschuldigung. Habe ich mit dem Typen da hinten schon geredet? Nee, ne? Der tut nur so. Der tut nur so. Solange Pokémon in guter Verfassung sind, lassen sie sich nur schwer fangen. Wenn du aber ihre KP in einem Kampf verringerst und bei ihnen Statusprobleme auslöst, sollte es einfacher gehen. Versuche sie zum Beispiel mit Hilfe von Shinnok's Attacke Donnerschock zu paralysieren. Manche hätten jetzt einfach über die Brücke latsche, ne? Ich glaube, der Typ sagt mir, nein, du darfst das nicht. Dein Rang ist zu niedrig. Du musst erst leveln. Hinter dieser Brücke ist es gefährlich, denn dort leben viele starke Pokémon. Du musst mindestens ein Sternmitglied sein, um voranschreiten zu können. Sag ich doch. Habe ich's nicht gesagt. Ihr müsst einfach nur auf mich hören. Ich weiß schon, was ich tue. Oder so ähnlich. Nein, meistens weiß ich es nicht. Ist okay, hab's verstanden. Das kriegt mich nie. Der Ninja. Ein Ninja! Oh nein, ich wollte nicht kämpfen. Irgendwann nur. Pokéball werfen. Menü. Menü. Du hast Shinnok besiegt. Yeah, komm her. Nö, ich bin gar nicht da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Für das hohe Gras, du kannst mich gar nicht sehen. Ich wehr mich. Ich sagte, ich wehr mich. Hör auf auszuweichen. Leider schon verabschieden. Nein, Block, bleib hier. Warum gehst du? Lass uns nicht. Sag nicht, du musst arbeiten. Du arme Sau. Wie kannst du nur? Wie muss, kann man nur arbeiten gehen müssen? Das geht doch nicht. Dankeschön, dir einen schönen Abend, Blut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich will den Stein da hinten. Hol ihn dir, Feurig. Hol ihn dir. Tada! Oh, look, Wumpet! Diesmal krieg ich's hin. Wumpet! Toll daneben. Richtig gut. Er ist trinken. Na gut. Oh, ich habe auch mitgefallen. Ich frag mich gerade aktuell. Also, ich habe ja 6 Pokémon in meiner Rotation. Was passiert mit den anderen, die ich fange? Schleppe ich die alle in meiner Tasche mit rum und kann sie nicht benutzen, oder? Wer weiß. So. Okay.
Was sagt meine Tasche dazu? Basis-Items. Meine Tasche sagt gar nichts. Regen. Nö, gar nicht. Hm, ist einfach weg. Hier. Hey, du Sau. Was das? Lass dich fangen. Wegrennen ist nicht. Okay. Da oben ist noch ein Glanzstein. Schluckkopf ist nicht. Wie ist nicht? Doch voll. Plupp. Plupp. Fang. Das Gefühl ist, ich glaube, ich habe keine Pokémon mehr. Aber was tust du da? Ich hoffe, es ist tot. Wilde Bestien erschlagen. Okay. Das, was da an deinem Stuhl hängt, ist aber, glaube ich, ein Haarbüschel von mir. An deiner Rolle hinten. Dich kriege ich. So knapp. Verdammt. Cheno! Xattacke! Ruckzucki! Oh. Tempo, Kraft, Tempo, Kraft, Ulkis, Krafttechnik. Ich hab keine Ahnung, was ich da tue. Scheint richtig zu sein. Hey, löchrige Aprikos. Na, das wollte ich nicht. Ach, sorry. Ich hab doch Tränke nicht mehr. Einsetzen? Regel. Wow, wie viel teilt so ein Trank? 60 Punkte, wow. Ich dachte irgendwie an 20. Und ich weiß nicht warum. Dich kriege ich. Haha. Erwischt. Tada. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich bin ein Ninja. Verdammt. Ninja! Hallo? Kann ich das hier auch? Nö. Tempo! Tempotechnik! Fisch! Ich hab keine Ahnung, was ich hier tun. Oder Scheinungs hat sich irgendwie nicht gewehrt. Okay. Oh, noch so ein Baum. Hello, Baum. Oh no. Ich will es heimlich fangen. Nö, du hast mich gar nicht gesehen. Das hat mich weggebrüllt. Ich wollte mich im Busch verstecken. Im Busch! Hör auf mich zu sehen. Hey! Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich bin's nie gehen. Schade. Du siehst mich nicht. Ich bin nämlich hier drin, versteckt. Hehehehe.
Nein, hier ist niemand. Überhaupt niemand. Pardon, ich hab's abgelenkt. Mit der Löchring ab wie Coco. Ciao. War schön hier. Geh einfach, ne? Was ist das? Ist das ein Ast? Was ist das? Holz. Ich und mein Holz. Ey! War voll daneben geworfen. Komm schon, lass dich fangen. Geht doch. Okay. Ich gehe mal zurück zum Professor. Da hinten irgendwo. Siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Von der Ninja. Hui! Ninja Power! Verdammt. Nimm den blöden Ball. Na gut. Dann kämpfe ich halt. Oh, guck mal, Walzer. Kennen wir aber nicht. Boom. Ciao, Shinox. War schön mit dir. Okay. Da am Ringerberg. Das kriege ich, das kriege ich, das kriege ich. Ich krieg dich. Haha. Muss es nur im Ball bleiben. Geht doch. Ciao, ciao. Oh. Neue Pokémon. Guck mal. Komm schon, lass dich normal anvisieren. Blare gefangen, nachts gefangen, besiegt. Explorer, die sich weiterentwickelt haben. Köln. Was mit Kindern spielende Driftlaune erforscht? Okay. So. Gefangen. Next. Nichts passiert. Du kannst direkt mitkommen. Eine Schutzblume. Ah ja. Tada. Hab sie einfach gefangen. Okay, nachts erscheinen also andere Pokémon als tagsüber. Das macht irgendwie Sinn. Nicht wahr? Oh, ich glaube, es ist aggressiv. Oder auch nicht. Ist es jetzt aggressiv oder nicht? Blut! Hey! Nochmal! Und nochmal! Besiegt! Habt ihr Vitalknospe bekommen? Idiza! Irgendwas ist aggressiv auf mich. Das Driftlaune. Es hat Idiza gefangen. Nee, weiter.